Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 Farmmap ohne Gräben in der Version 1.2. Ja, wir sind hier gerade fertig mit Säen. Mit Aussäen. Ah, das war jetzt aber auch blöd von mir. Ich muss ja eben. Event. In Class einsteigen, weil irgendwie funktioniert ja mein Kurs hier nicht. Und ich muss hier den Compost Master immer von Hand befüllen, weil er hier irgendwelche komischen Sachen macht, aber nicht das, was ich ihm gesagt habe. Weiß nicht, ob es jetzt an mir liegt, dass ich den Kurs falsch eingefahren habe. Oder ob es an Cosplay liegt. Ich schieb's ja gerne auf Cosplay. Aber das müssen wir mal schauen. Ah, was mache ich denn da? Gerade etwas verwirrt. Aber das kennt ihr ja von mir schon, wenn ihr hier häufiger zuschaut. So. So sieht das doch besser aus. Und einmal abkippen. Ja, Differentialschweren brauche ich definitiv nicht. Brauche ich ja eigentlich nicht mal Allrad, aber. So, Abfahrer einstellen. Sehr schön. So, jetzt tanken wir den nochmal auf mit Saatgut. Der ist ja leer. Warten vielleicht noch eben ab, bis hier mein Kompostabfahrer vorbei ist. Mal gucken, ob das überhaupt geht. So wie das da alles steht. Na los, Mr. Kompost. Wo bleiben Sie denn? Da hinten kommt er ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Geht doch alles, wenn man nur will. Naja, war nicht so geplant. Aber hat sich so ergeben, kann man sagen. Vielleicht soll ich bei der Gelegenheit dann gleich auch einmal umsteigen. Ah, Saatgut ist schon leer. Na toll. Egal. Ich fahre erstmal Richtung Feld 4. Weil das muss ja auch dann demnächst mal gedüngt werden und gesät werden. Und auch dort werden wir Hopfen ansäen. Achso, ach. Ja gut, ich hätte Dünger hätte ich auch noch gleich auffüllen können. Naja, kann ich auch bei der nächsten Runde machen. Der Düngerverbrauch ist ja zum Glück nicht so hoch. Das, was man richtig verbraucht, ist ja Saatgut. Wir schauen mal. Hier
hier. Das dauert auch noch, bis das abgeerntet ist. Das dauert noch. Ist ja auch verständlich. Da ist ein Drescher, ein Fahrzeug bei, der das alleine machen soll. Da bleiben wir mal schön hier stehen. Ring aus. Ring hier rein. Fahren mal zum Hof, um das aufzufüllen. Einfach damit wir dann gleich mehr Saatgut am Feld 4 haben. Wollte diesen Mod auch nochmal verändern und wollte dem ein bisschen mehr Ladevolumen geben. Gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Lenkt ja gut. Wenn ich bremse, mich eigentlich gar nicht. Gut, jetzt noch mehr Volumen und ich würde hier gar nicht mehr raufkommen mit diesem Fahrzeug. Egal. Egal, egal. Ich wollte Bier verkaufen. Ist Bier immer noch? Ist immer noch, muss ich gleich beeilen. Das ist ja auch ein weiter Weg. Wir müssen so vieles machen. Das ist unglaublich. Auch hier die Produktion mal im Gang halten. So. Hier wird doch auch schön gesät. Ja, er kriegt gleich wieder Probleme. Den wollten wir haben. Jetzt wollen wir zu Aldi. Da waren wir noch nie. Aldi ist neu. Die ist da unten, Jens. Mal, wie wir da am dümmsten hinkommen. Ja, der Class Axion muss aufgefüllt werden. Das kann ich auch gleich machen. Ich will jetzt die Fahrt ungern unterbrechen, deshalb. Wenn ihr versteht, was ich meine. Thank you.
Jo, neue Straßen. Hier bin ich noch nie lang gefahren. Boah, was das so ergibt. Hier ist noch ein unbenutztes Fabrikgebäude. Da kommt noch irgendwas. Was auch immer. Da unten ist der Rinderhof, den haben wir auch noch gar nicht im Betrieb. Den haben wir noch gar nicht im Betrieb. Müssen wir mal eben gucken, was machen denn meine Strom? Nein, ich werde weich. Der Ladewagen beim Kompostmaster hat sich alleine entladen. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Jetzt klappt das. In der letzten Aufnahmesession hat das nicht geklappt. Hat er mal irgendwelchen Scheiß gemacht? Naja, mal beobachten, was denn jetzt besser ist. Oder ob das Zufall war. Aldi. Das ist doch da, wo es all die guten Sachen gibt, oder nicht? Wir mal Richtung Holzproduktion fahren. Das ist ja nicht so weit von hier. Nein, jetzt wollen wir erstmal was anderes machen. Wir verdienen Geld. Wir entlassen erstmal den Fahrer hier. Fahren zum Hof, um aufzutanken. Jo, was steht da denn für ein Schwachmat und blockiert den Weg? Ey, fahr mal weiter. Stehst im Weg für die arbeitende Bevölkerung. Ah, gar keine Geräte hier drin stehen, ne? Haben also noch Platz zum Expandieren, kann man so sagen. Ab wieder aufs Feld. Ne, hier ist das noch gar nicht. Hier ist er nämlich. Ausklappen.
Jawohl. Ja, das ist doch wunderbar. In dem wollte ich gar nicht einsteigen. Er hat Stroh. Wie viel Stroh haben wir denn im Hoflager? Haben wir schon wieder 1 Million da drin? Nee. Ja, alles klar. Aber in den wollte ich gar nicht. Damit wollte ich jetzt Richtung Palettenlager. Müssen wir die ganzen Produktionen wieder am Laufen halten, die wir bisher schon so hatten, und natürlich möglichst viel von den neuen Produktionen auch in Gang kriegen. Müssen die Palettenproduktion wieder anschmeißen. Wie wir das machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar, abonniert mich. Und wenn ihr morgen wieder zuschaltet, dann freue ich mich noch mehr. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao.